Schauen Sie sich diese wunderbare Landschaft an. Wir sind hier mitten in Samaria, im nördlichen Teil des Westjordanlands. Und so idyllisch schaut das hier aus. Zypressen, Olivenbäume, grüne sanfte Hügel mit alten Terrassen. Es ist wirklich eine wunderbare Gegend. Und wir befinden uns hier an einem Ort, der historisch sehr wichtig ist, nämlich in der Nähe einer alten Bahnhofsstation, hier aus der Zeit des Osmanischen Reiches. Und dieser Ort hier heißt Sebastia. Dieser Ort ist wichtig für die Geschichte der Siedlerbewegung, denn in den 70er Jahren hat die Siedlerbewegung Gush Emunim, die also angefangen hat, hier siedeln zu wollen, sich immer wieder hier eingefunden und ist 7-mal hier gewesen, um hier eine Siedlung zu gründen. Und 6-mal hat die Armee und die Regierung gesagt, no way, und ihr müsst weg. Und beim 7. Mal haben sie es dann geschafft, die Regierung zu zwingen, dass sie hier bleiben können, wurden dann hier in die Nähe in ein Militärlager erstmal untergebracht und haben dann ihre Siedlung Gdumin gegründet. Und das war der Beginn der Siedlerbewegung hier im gesamten nördlichen Teil des Westjordanlands. Das Ergebnis kennen wir ja heute. Darum ist dieser Ort für die Siedlerbewegung so wichtig. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir hier drinnen noch finden. Aus der Zeit des Osmanischen Reiches wahrscheinlich gar nicht mehr viel. So. Nein, viel sehen wir hier nicht mehr. Außer, dass wir hier die Decke uns anschauen und sehen, wie unglaublich toll die gebaut war. Hier auch ganz stabil. Mit lauter so Stahl-Eisendingern, die Decke tragen. Hier war mal sicher ein Runddurchgang, den man zugemauert hat. Hier unten kann man so ein bisschen durchgucken. Oh, das ist ganz schön, aber es ist wirklich nicht mehr viel ansonsten übrig geblieben. Es ist wirklich nur noch eine Ruine, die einfach bedeutsam ist für die Geschichte der Siedlungsbewegung. Und wir wollen uns aufmachen und gehen jetzt in die eigentliche Stadt Sebastia, eine uralte, historische, antike Stadt. Die wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. So, jetzt haben Sie hier nochmal einen wunderbaren Blick hier in diese Landschaft von Samaria. Und ich stehe hier bereits direkt am Eingang der Stadt Sebastia, hier auf so einen alten römischen Ruinen, weil natürlich waren auch die Römer mal hier. Und ich würde jetzt mal sagen, Peter, komm doch einfach mal hoch, dann zeigen wir nochmal diesen wunderbaren Blick, den man von hier oben hat, weil dann sieht man auch eine israelische Siedlung. Komm einfach. Also ich stehe hier immer noch oben und Sie sehen jetzt durch die Art, wie dieses Bild aufgenommen ist, dass der Peter mittlerweile hier raufgeklettert ist. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal hier diese unglaubliche Landschaft. Gehen wir kurz aus dem Bild und dann finden Sie hier auf der linken Seite mit diesen roten Dächern eine israelische Siedlung. Also das ist ein Ergebnis von diesen ganzen damaligen Versuchen beim Bahnhof von Sebastia irgendwie sich hier niederzulassen. Es ist gelungen, eine der vielen Siedlungen hier in Samaria. Und hier drüben, Peter, geh noch mal ein bisschen weiter nach links, hier drüben sehen Sie hier zwischen den Olivenbäumen eine Straße. Und das ist eine alte römische Straße aus der herodianischen Zeit. Da gehen wir jetzt mal rein, weil das ist die Zufahrt, das ist der Weg direkt hinein in die Stadt Sebastia und da versuchen wir jetzt mal hinzugehen. Ich kletter jetzt mal runter, kommen Sie einfach mit. So, jetzt sind wir schon auf dieser Straße. Ich bin noch nicht dabei, mich auszuruhen, sondern ich versuche Ihnen etwas zu zeigen, was wirklich toll ist. Denn ich sitze hier auf etwas, was schlappe 2000 Jahre alt ist, eine alte römische Säule. Und die liegen hier halt einfach so rum. Da sind noch zwei, drei. Aber da vorne, da stehen etliche. Und da wollen wir jetzt mal hin. Denn diese Eingangsstraße sozusagen nach Sebastia, die war gesäumt mit 600 alten Säulen. Und jetzt sehen Sie hier diese ganzen Säulen, die hier noch rumstehen, bis ganz nach hinten durch. Also Dutzende stehen ja hier noch. Und 600 sollen das mal gewesen sein. Wobei die Straße, auf der wir uns jetzt hier unmittelbar befinden, nicht die wirklich antike Straße ist. Die ist nämlich hier zwischen diesen Säulen und den Säulen da drüben. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Das zeige ich Ihnen mal. So. Und bevor ich aber jetzt Ihnen hier da nochmal diese Säulen auch noch präsentiere, will ich Ihnen etwas ganz anderes zeigen, was für einen Deutschen und ein Europäer nichts Besonderes ist. Aber schauen Sie sich mal hier diese wunderbare Blütenpracht an, die jetzt hier gerade in dieser Jahreszeit hier blüht. Es hat dieses Jahr hier in Israel und Palästina so irrsinnig viel geregnet, wie schon lange nicht mehr. Und dann kommen all diese
Blüten hier raus, diese unglaubliche Blütenpracht. Und das ist, wenn man dann eigentlich immer das ganze Jahr immer nur diese Farben braun, Ocker, Sandfarben, dieser völlig ausgedorrten Erde nur kennt, dann selbst wir als Europäer, die wir aber hier schon seit Jahren leben, sind dann richtig ganz, ganz trunken vor Freude, wenn wir diese Farbenpracht sehen. So, aber jetzt hier zu den Säulen. Da ist eine, da stehen zwei, da hinten sind noch ein paar. Das alles hier mitten in diesem Olivenbaumgeflecht, die auch bis darüber gehen. Diese Olivenbäume sind alt, einige hundert Jahre. Die haben die Römer allerdings nicht mehr gesehen. Die kennen noch die Türken, als die hier gewesen sind, also die Osmanen. So, und das ist hier quasi die Straße. Das ist diese Zufahrtsstraße gewesen der alten Römer hier nach Sebastia in diese Stadt. Jetzt sind wir schon der eigentlichen Stadt Sebastia, der antiken Stadt, schon ein bisschen näher. Und Sie sehen Säulen über Säulen, Überreste. Also man kriegt ja schon ein Gefühl, wie das mal war hier unter den Römern. Bevor wir richtig hineingehen, möchte ich Ihnen aber hier eine Gruppe vorstellen von Menschen, die hier ganz gemütlich mitten in dieser historischen Kulisse essen. Und schauen Sie, was die hier kriegen, denn hier ist das Samaria-Restaurant und es gibt einfach wunderbare Baklouba, also ein wunderbares arabisches Essen. Auf das Essen wollen wir jetzt aber gar nicht eingehen. Ich möchte mit diesem jungen Mann hier sprechen und da setze ich mich mal dazu. Und sein Name ist Stefan Sepesi und Sepesi ist ein ungarischer Name, aber er ist schon in Holland geboren und aufgewachsen und hat für Tony Blair gearbeitet. Tony Blair, der ehemalige englische Premier, ist ja sozusagen der Gesandte des sogenannten Nahostquartetts hier in Nahost, der versucht sozusagen Frieden zu stiften. Viel schafft er nicht, aber er versucht und müht sich. Aber das ist jetzt gar nicht die Geschichte. Stefan ist jetzt hier und wir treffen uns hier wirklich, wirklich per Zufall, weil er ein Buch geschrieben hat. Stefan, you wrote a book. What is this book all about? So the book is about walking through Palestine. In dem Buch geht es um Wanderungen durch Palästina, um diese wunderschönen Orte. Viele Palästinenser kennen die nicht mal und natürlich auch nicht andere. Wieso wolltest du so ein Buch schreiben? Ich habe hier 4 Jahre lang Wanderungen gemacht. Ich habe hier einfach wunderschöne Orte kennengelernt. Und die Menschen sind toll. Wir waren so eine kleine Wandergruppe. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, darüber muss man was schreiben. Die Leute sollen halt hierher kommen und sich das alles anschauen. Also heute lebst du in Rotterdam. Früher warst du hier, du hast für die EU gearbeitet. Ja, ich kam hierher in den Nahen Osten und war dann Berater von Tony Blair und für das Nahostquartett. So, dann gucken wir uns mal jetzt hier mal kurz das Buch an. Walking Palestine, 25 Wanderungen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, wo man sehr, sehr viel entdecken kann, was, also wie gesagt, was auch jetzt uns ja Stefan erzählt hat, selbst die meisten Palästinenser gar nicht wissen, was es für wunderbare Sehenswürdigkeiten hier gibt. Und das heißt natürlich, dass das für uns sicher auch eine schöne Gelegenheit ist, einige dieser Wanderungen dann nochmal mit Ihnen zu machen, in irgendwelchen Sendungen oder auch in Blogs, weil auch wir, die wir hier ja ständig leben, kennen natürlich nicht alles, können wir gar nicht kennen und werden auch hier sicher noch so ein paar schöne, geheimnisvolle Ecken kennenlernen, die wir dann auch sehr gerne vorstellen. So, und ihr habt jetzt hier ein richtig tolles arabisches Essen. So, first of all, I wish you a good luck with your book. Thank you. It was lovely meeting you here and enjoy and... Please join us. We'll see. Okay. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you. Bye. So, er hat uns zwar jetzt eingeladen, mit Ihnen gemeinsam zu essen, aber wir müssen jetzt erst einmal mit Ihnen nochmal durch Sebastia gehen und Ihnen endlich auch das Geheimnis und die Geschichte von Sebastian zu erzählen. Also jetzt nichts wie rein. Und jetzt sind wir tatsächlich wirklich am Anfang der alten, antiken Stadt Sebastia. Und ich stehe hier in einem Amphitheater. Schauen Sie sich mal an, wie wunderbar das erhalten ist. Ein römisches Amphitheater. In einem ganz wunderbaren Zustand, wo Sie aber erstmal, wenn Sie hier unten stehen, Peter, komm mal hierher, dann kann man das nämlich zeigen, erstmal gar nichts sehen, außer hier in der grünen Wiese und sozusagen hier ist alles abgeschlossen. Aber für den Zuschauer, den damaligen Zuschauer, sah das natürlich ganz anders aus. Jetzt gehe ich mal mit Ihnen hoch
und zeige Ihnen von oben, was da ist. Kommen Sie mal. Hier habe ich eine Kulisse, die kein Bühnenbildner dieser Welt so herstellen kann. Peter, komm hoch, das müssen wir zeigen. Also, jetzt ist Peter auch hier hochgelaufen. Und jetzt, Peter, dreh dich doch mal um. Vorsicht, nicht fallen. Und da sehen Sie hier unten unsere Kollegen Mohammed und Claudio. Und jetzt schauen Sie sich hier dieses Panorama an. Wer kann sich eine bessere Kulisse für ein wunderschönes Theaterstück hier vorstellen? Samaria at its best. Es ist eines der besterhaltensten Amphitheater, römischen Amphitheater hier im Heiligen Land. Aber nicht nur die Römer waren hier, auch Alexander der Große war hier. Alexander der Große hat hier diese Stadt auch erobert. Und es gibt auch etwas aus der hellenistischen Periode, was ich Ihnen zeigen möchte. Und das ist diese Mauer. Diese Ruine hier gilt als eine der am besterhaltensten Bauwerke aus der hellenistischen Zeit. Und das Besondere an dieser Mauer ist die Art und Weise, wie die Steine hier gesetzt sind und wie die Steine abgeschrägt wurden, sodass das alles ganz rund und flach ist. Und das gilt als eines der schönsten Beispiele hellenistischer Baukultur hier im Westjordanland, Israel, Palästina, wie immer Sie es nennen wollen. So, das war's für heute. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Blogs hier aus Sebastia, denn es gibt noch so viel zu sehen, das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.